lauf dir recht durchs Bild. Herzlich willkommen. Nein. Herzlich willkommen in Luzern. Es ist wieder mal Sonntag. Es ist ein typischer Tag, an dem man nicht genau weiss, was zu machen. Und eigentlich ist man fett im Öl vom letzten Abend noch. Und trotzdem sollte man den Freitag nutzen. Und ich glaube, wir haben nie so einen guten Plan für den Sonntag. Von dem her gehen wir heute mal Leute fragen in Luzern. Vielleicht wissen sie besser als wir Zürcher, was man an einem coolen Sonntag so alles machen kann. Let's go! Das Problem ist daran, wenn wir ein Video über den Sonntag machen und junge Leute wollen fragen, was der perfekte Plan ist am Sonntag. Es hat keine jungen Leute, vor allem bei dieser Kälte. Also von dem her wird es schwierig, aber wir finden ein paar. Tu es! Okay. Morgen natürlich brunchen. Darf der Champagner empfehlen? Ja, immer mit Champagner, logisch. Jetzt gehen wir abbrüllen. Ja, ist okay. Ist okay. Wir fahren beide Yamaha, beide in regenden Maschinen, aber immer miteinander. Nicht nur Sonntag, das kann auch unter der Woche wunderschön sein. Ja, in die Stadt gehen, einen rauchen, etwas Gutes snacken. Und yeah. Ausschlafen vorher, oder? Ja. Was ist euer perfekter Plan? Lernen und sich auf die Woche freuen. Bei dir? Also essen und als Schule probieren vergessen. Warte, jetzt ist es spannend. Sie sagt, Schule vergessen, die man am Montag wieder hat. Sie sagt, auf die neue Woche freuen. Wer von euch hat die besseren Noten? Ja, weiss nicht. Definitiv sie. Passt. Eins muss ich aber euch Luzernen lassen. Okay. Ihr habt wirklich eine wunderschöne Stadt. Also finde ich wirklich... Okay. Fast so hübsch wie Zürich. Ey, Bro! Zum Aargau. Wie steht es mit dem Autofahren bei euch? Keine Ahnung, ich fahre kein Auto, ich habe ÖV. Passt. Ah, okay. Perfekter Plan für den perfekten Sonntag. Kartenspiele machen mit Kollegen eigentlich? Ja, so halb. Ich tue am ersten Sonntag einfach zocken und chillen. Das ist völlig in Ordnung. Und wenn du jetzt einen außergewöhnlichen Sonntag machen würdest, was wäre dann der perfekte Plan? Das Perfekte wäre mit meinen Kolleginnen ein Hotel Afternoon Tea nehmen. Okay. Sport am Sonntagmorgen und dafür ist es gerade besser. Morgen Sport. Aber das ist auch gut. Passt, ich habe nicht wirklich einen Plan eigentlich. Ich kann zu Hause rumhocken oder irgendwo sonst rumhocken, wo man nicht zu Hause ist. Natürlich. Haben wir einen guten Plan? Ja, klar. Ja. Ja. Also wir sind heute den ganzen Tag im Maxi. Einfach ein bisschen chillen und im Mac gehen. Ja. Ist immer jemand. Ja, es ist immer lustig im Mac. Das könnte man auch als Mac-Werbung verkaufen. Es ist immer lustig im Mac. Ist immer jemand. Hey, ganz ehrlich. Es ist arschkalt und ich finde, wir haben langsam eigentlich genug zusammen. Was meinen wir? Feierabend, gell? Nein, sorry, ist es kalt.